Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir unser autarkes Wassersystem hier gebaut, was dafür zuständig ist, an die entsprechenden Orte Wasser zu liefern, um die Versorgung hochzuhalten. Wir sehen schon, wir haben hier noch weitere Wassersysteme gespeichert. Das ist hier aktuell 50 drin. Die Wasserversorgung wird natürlich dementsprechend versucht hochzuhalten. Und wir werden noch weiter... Oh, noch eine. Hier oben sind schon zwei Anomalien gefunden. Und das ist jetzt genau die Sache, die wir hier als nächstes machen. Wir tun hier eine Rampe ziehen. Von da nach da. Überflüssige Gesteinsabfälle und benötigte Gesteinsabfälle. Dann schicken wir ihn nochmal erst kurz hier hin. Soll er uns helfen, dass wir die Ressourcen und die ganze Innovationskraft hier kriegen? Das wäre natürlich schon geil. Wir sind gerade auf dem Weg zur Erschaffung der Seen. Tiefes Wasser können wir jetzt mittlerweile schon für uns genießen. Hier sind alle drin. Dann ab in die Lüfte. Die große Fabrik zahlt sich aus, die zu 10 produzieren. Wir machen aktuell 13. Wir könnten die ganzen anderen Anlagen schließen. Die Anlage wäre rein theoretisch unnötig, weil die nur 3 produziert, mit derselben Menge an Arbeitern. Da sollten wir uns doch mal überlegen, ob wir nicht die austauschen. Abreißen. Was ist das Erste, die Produktion gut genug ist? Und dafür schauen, dass wir die wieder aktivieren. Und wir schauen, dass wir unsere... das ganze Ressourcen... sammeln von... Null, das ist natürlich jetzt aktuell schon der Horror, ne? Das darf man nicht sagen, dass das nicht schlimm wäre. Wir haben Mülldetomin in Massen. Heilige Kuppel. Da sich die Kolonie immer weiter vergrößert, hat unsere wachsende religiöse Gemeinschaft eine Petition eingereicht, dem Mars für heiliges Land zu erklären. Das ist ein sensibles Thema, das für einen Kontroversen innerhalb der Kolonie sorgt. Kolonisten haben einen Moralboost, alle anderen erleiden einen Moralverlust. Gehört allen Menschen einen Moralverlust, alle anderen. Nicht Kirche der Neuen Arche, das ist absurd. Na, wir machen da so einen Mittelweg jetzt. Wir schauen, dass das Ding jetzt repariert wird. Immerhin haben wir jetzt genug Materialien dafür zur Verfügung. Die bauen hoffentlich... genug mittlerweile. Jetzt beginnt der Tag wieder und jetzt sollten dann unsere Sonnenkollektoren wieder voll... 500 plus! Wahnsinn! Ich würde mal sagen, hier wird gerade nichts gebaut. Weil wir keine Elektronikteile dafür zur Verfügung haben. Können wir die Elektronikproduktion anheizen? Dafür muss ich eine von der Erde holen, oder was? Oh, Fertigbauten. Elektronikfabrik. Das kann ich noch zu holen. 3 Anomalien jetzt schon. Oh Gottes Willen. Danach werden die Sektoren tiefer erforscht. Dann forschen wir das Ganze alles noch weiter. Aber aktuell, holy shit. Yes, okay. Forschungsgerät kann hier hochfahren. Meine Freunde, euch jetzt bitte hier hin. Hier müssen wir unser autarkes System noch bauen.
dass wir wieder genug davon produzieren. Unseren Freund hier natürlich auch noch. Sollten wir da auch wieder nach da bringen. Die Tanks sind jetzt auch mittlerweile schon gut gefüllt, oder? Wasser hat gespeichert 85. Also wir haben eine natürliche Produktion. Oh Gott, die brauchen natürlich auch Ablagerungsstellen jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird natürlich alles wieder richtig eklig, bis wir endlich die Gesteinsabfälle vernichten können. Wird und bleibt es ein ganz ekliger Prozess. Wir müssen auch schauen, dass wir überall so kleine Lager hinbringen. Lagerressourcen niedrig. Produktion ist hier hoch genug eigentlich. Bei dem müsste ich die Produktion noch ein bisschen erhöhen. So. Also mit denen haben wir natürlich einen exzellenten Antrieb geschaffen. Lagerraum ist voll, weil wir nicht... Die bauen nichts, weil sie keine elektronischen Geräte kriegen. Ah ne, ich muss die angeben. Ach so. Zumindest 35 bauen, dann sollte das hier in Geschwinde losgehen. Erstmal hier natürlich wieder ausschalten. Anomalie analysiert. 30. Wo ist denn die blöde Maschine jetzt wieder? So. Aha. Auch cool. Ich darf bloß nicht vergessen. Das sind natürlich auch wieder Quartalsberichte hier, die ich sehe. Die Produktion hier geht auch voran. Wir werden hier auf jeden Fall mehr Roboter brauchen. Wir müssen das Ding, glaube ich, extrem belastbar machen. Und auch überall so kleine Aufladestationen errichten, damit die notfalls länger arbeiten können. Sind hier schon Lager voll. Mars-Diät. Depot für Metalle habe ich schon. Sind halt zu wenig Mitarbeiter da. Wohnplätze, dann können wir nochmal eine Rakete mit Passagieren losschicken. Dann starten wir mit 21. So. Die Produktion ist noch viel zu niedrig, aber die können wir jetzt ja ändern. Weil wir das Gebäude, die Elektrofabrik erhalten haben. Sollte das Ganze eine ganz andere Qualität annehmen. Und zwei zur Verfügung. Hier müssen wir unbedingt die Nutzlast verringern. Weil Dinge werden natürlich in Tonne benutzt jetzt. So. Erhalte zwei Drohnenhubfertigbauten, erhalte vier Feuchtigkeitsreparaturen.
Ich finde das Geld gerade besser. Okay, wir haben hier noch eine Anomalie. Und die gebe ich auch mal schnell die Aufgabe, erstmal dem Bereich hier alles mitzunehmen, was du findest. Und dann bringst du das bitte runter hierher. So. Du solltest mittlerweile hier drüben angekommen sein, genau. Und dann werden wir euch auch wieder autark gestalten. Bedeutet ein Universallager. Dann brauchen wir natürlich ein Drohnenhub, was die Mitte von hier allem darstellt. Und dann keine Metallextraktoren, sondern einen. Ja, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Neue Technologie kann er vorstellen. Auf volle Wäsche. Also dann machen wir die Verkabelung. Sektor scan. Die stecke ich trotzdem an. Dann bauen wir hier noch so ein paar Dinge hin. Die sollten reichen. Und dann kommt noch ein Atomakkumulator hin. Weil natürlich jetzt von sich aus autark ist, haben wir nicht diesen Fall, dass, wenn irgendwas ist, sozusagen das System den Rest hier abschließt. Das ist genauso wie beim Wasser. Das Wasser läuft komplett autark. Klar, es kann zu Problemen jetzt kommen auch dadurch. Aber eher würde ich sagen nicht. Weil wir natürlich den Vorteil haben, das Ding hat seine eigene Batterie und alles am Laufen. Gesamtbedarf ist 30, Erzeugung ist nicht simulativ zum Beispiel. Okay. Gespeicherter Strom haben wir schon viel. Dann würde ich jetzt sagen, einfach als Backup wird ein drittes Rad angebaut. Und die Drohnen kommen natürlich hier auch wieder nicht hinterher, weil einfach viel zu viel Arbeit. Ich habe zwei zur Verfügung. Das ist nicht. So. Euch landen wir auch direkt hier. Die Elektrofabrik kriegt alle Schichten auf. Kriegt KI-Verstärkung. 3,4 wird jetzt hier gebaut. Das sollte die Produktion auch an Elektronikteilen hoffentlich steigen lassen. Natürlich wird hier kein Handel mit betrieben. Dadurch sollten wir jetzt hoffentlich aber auch die Menge an benötigten Sachen erhöhen können. Altersheim ist noch einiges vor, eine Kindertagesstätte. Okay. Wie schaut unsere neuen XXL-Produktion hier oben aus? Erste schon am Laufen. Wir haben natürlich schon die Lagerflächen vor, die wir brauchen werden. Genauso wie ein paar kleine Betonlager in dem Fall. Den Drohnenhub haben sie bis jetzt aber noch nicht fertig gebaut. Ah, weil unsere Elektronikteile fehlen. Okay. So. Du kannst auch wieder abfliegen. Uns fehlen viele Ressourcen. Und das Wasser war jetzt angegeben. Warum war das Wasser? Ah, wahrscheinlich, weil irgendein Vorkommnis war. Gesteinsabfälle voll. Hier ist natürlich hohe Priorität bei den Dingern hier. Eine neu gefundene Anomalie. Und das auch gleich noch hier.
Erschaffung von Seen. Na endlich. Seen. Wenn ich sage, ich will einen riesigen See. Und das genau hier. Maschinenteile und Beton. Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein, für uns zu liefern. Das ist ja fast nichts, was ich da liefern soll. Und vor allem schaut das cool hier aus. Ach, da ist halt wieder Wasserprobleme. Das ist die ganze Zeit jetzt wahrscheinlich. Wir haben auch 3000 gespeichertes Wasser. Die anderen müssen wir genauso auf die Höhe bringen. Erhaltene Geldmittel, okay. Frachtrakete kann ich mir noch ein paar. Ich brauche jetzt einige Drohnen mal für Reasons. Ich muss die Bereiche, wo halt echt viel schief läuft, bitten. Hier kriegen sie es lustigerweise ganz gut hin. Tonlager gehen dafür jetzt werden langsam voll. Wahrscheinlich bräuchten die auch mittlerweile ein eigenes Drohnenhub. Wasserextraktor, was? Lager voll. Aha, ich hasse es. Das Problem ist, wenn du nur einen Beton, also einen Gestein entfernst, kommst du ja nicht weit. Du brauchst viel, viel, viel mehr. Und du bringst mir auch nichts, wenn die Produktion ewig lang dauert. Jetzt hat zum Beispiel den Vorfall. Hier müssen drei Beton her, um zu reparieren. Bau von Upgrades Baustellen. Der ist auch noch nicht gebaut worden, weil Reasons wahrscheinlich. Maschinenteil am Mittel 24. Holy shit. Schauen, ob die das dann langsam hinkriegen. Das ist schon wieder ausgefallen. Das hält uns noch gut in Waage. Komm. Wie schaut's hier aus? Ah, ein bisschen Beton fehlt noch. Aber Beton haben wir jetzt echt. Wenig. Der Drohnenhub muss immer noch verstärkt werden. Vor allem durch die hohe Produktionsrate auch in der Nähe. Das ist so einer der wichtigeren Hubs in dem Fall. Hat der gerade die ganzen Drohnen einfach ausgelassen oder was war das jetzt? Hat das Ding 20 Drohnen dabei? Uff. Jetzt bei dir Drohnen freilassen. Nee. Habt ihr die jetzt schon abgeladen oder nicht? Ich habe doch 30 Drohnen mitgenommen. Oder halt 20. Oder willst du mir jetzt gerade... Weißt du was? Wir reißen die Rakete ab. Let's try to... Wir haben echt die Rakete abgerissen. Geil. Wie viel hat der? 17 Drohnen, die auf seine Befehle... Junge, das können wir gleich mal reduzieren. Du brauchst 10 Stück, sagen wir jetzt mal. Wie viel hast du erhalten? 17. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Wir tun es mal auf 15 einstellen. Grabe einen See haben wir erreicht. Wow. So, du bist immer noch einer unserer Überfordertsten, deswegen kriegst du mal gerade einen ordentlichen Boost hier dazu. Schauen wir mal, wie die ganzen sich jetzt halten. Wir haben einen See jetzt gegraben. Oh ja. Das ist ein See, würde ich sagen. Und an den muss jetzt noch ein Rohr angeschlossen werden, so wie ich das verstanden habe. Ah, nee, das ist gar nicht der See. Das ist der See!
so wie ich es verstanden habe, muss jetzt da noch ein Rohr dran, damit das Wasser sozusagen da reinsickern kann. Nicht genügend Wasser. 10. Braucht 10 Wasser. Bin ich voll oder warum stehe ich 0-0? So. Der Wassergehalt steigt jetzt. Soll es jetzt steigen? Riesiger See. Nice. Änderung pro Soll ist 1. Wasserstand ist bei 2%. Wieso können denn die jetzt schon wieder niedrig sein? Also ganz ehrlich. Das ist, das erzählt ihr mir jetzt aber bitte hier schon Quatsch. Ich denke mal, unsere Betonproduktion hier oben ist mittlerweile auch selbstständig am Arbeiten. Oh ja. Und die haut rein. Die Produktion so. Die macht Sound. Ich weiß nicht, wieso es hier Witt macht. So. Wie schaut es denn jetzt mit der Forschung aus? Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Forschung dementsprechend vorankriegen. Metallextraktion aus der Tiefe, betankte Extraktoren-Upgrade. Stößt Impulse aus, die Staubentwicklung bei nahen Gebäuden verringert. Interessant, wir bleiben jetzt erstmal hier. Landschaftsbauprojekte kommen ohne Drohnen aus. Das ist auch geil. So, jetzt geht auch langsam und doch in gutem Tempo das hier voran. Bin mal gespannt, wie viel wir am Ende da rauskriegen. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass wir angeblich wenig Maschinenteile haben. Wir haben 30 mittlerweile im Lager, produzieren 15 und brauchen 9. Und 2 werden auf einer Baustelle gebraucht. Und das ist, glaube ich, immer noch dieselbe Baustelle wie immer. Die hier. Wann jetzt der Strom ausgeht. Ah. Können wir dir mal eine höhere Prio geben? Unsere Wasserproduktion hat gerade ein Problem, Leute. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das keine Prio hat. Und da ist auch noch ein Problem. Ich glaube, ich kotz. Das ist, wenn du auf andere Systeme anhänglich bist, auch noch. Geht die Maschine schon wieder up and running? Hier fehlt noch Beton. Der wird doch sicher gleich geliefert, oder? Wo ist der Lieferservice? Wo ist Amazon? Wie viele Shuttles passen denn hier rein? Ein Shuttle bauen. Einfach Shuttles bauen? Oder passiert hier gar nicht? Passiert gar nichts. Oh, das wäre zu lustig gewesen. So. Weil irgendwann wird das Netz eh zusammengeschlossen. Das macht dann keinen Unterschied. Russland bietet uns das Geschäft an. Das finde ich ganz lukrativ. Oh, wir haben Wasser. Schaut euch an. Wasser. Das erste Wasser auf dem Mars. 20%. Verbessert die Bodenqualität. Proportional zum Wasserstand. Verbraucht Wasser, um sich zu füllen und benötigt wegen der Oberflächenverdunstung konstant Nachschub. Verbessert die Bodenqualität und die globale kommen bei niedrigen Temperaturen nicht. Verbessert die Bodenqualität und die globale die globalen Wasserverkommen bei niedrigen Temperaturen Ding nicht, okay. Aber ne. So will ich das haben, bitte.
Was der nächste Sprung wäre, wäre euch zu verstärken. Die Upgrades kosten fast nichts. Dann bringen sie es halt doch, ne? Außerdem müssen wir nochmal bei der Forschung schauen. Es gibt ja bestimmt hier irgendwo war dieses geniale Teil namens... Nicht das Moho Project, was ist das? Große angelegte Ausgrabung. Ausgrabung wandelt die Erde auf dem Mars direkt in Beton um und benötigt daher keine Vorkommen. Ist geil. Interplanetarer wer Zugriff auf weite bahnbrechende Technologien und verringert die gesamte Forschungskosten. Mikrofusion produziert gewaltige Mengen Strom. Die Erzeugung in dunklen Stunden für nahegelegene beheizt die Umgebung, verbraucht independent große Wassermengen. Künstliche Sonne. Holy shit. Eigentlich geht's aber um eine Forschung, die ich gerne hätte. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die ist. Mars-Diät. Wir brauchen 25% weniger Futter. Halbiert die Wasser- und Temperaturbedarf von Gras, Büschen, Bäumen und Nutzpflanzen auf offenen Farmen. Das ist eine blöde Frage. Wo war denn das eine Gerät, was ich haben wollte? Ich hatte jetzt ein Umwandlungsgerät. Der macht direkt Beton aus dem Boden. Aber wir hatten vorhin etwas. Das hat aus... Was denn? Nee. Das warst du nicht. Schaltet die Pflanzen von Bäumen, Fischen in Aufforstungsfabriken frei. Die Samen von ausgewachsenen Büschen und Bäumen können von Drohnen geerntet werden. Das ist natürlich auch geil. Erdtourismus. Zahlen 50% mehr Geldmittel, wenn sie zur Erde zurückkehren. Erhalten 100 Touristenbewertung. Bin ich jetzt blöd? Wo war das Teil? Forschungslabor in der Kuppel. Da kann ich die Teile dann bauen. Shuttle 30% höhere Geschwindigkeit. Extratoren das. Oder hatte ich die schon, die Maschine? So langsam war die echt verwirrt. Weißt du, wisst ihr das? Kein Plan. Von meinem Geldmittel. Einfach ein bisschen Geldmittel erhalten, das ist natürlich genial. Was ich mich eher frage. Magnetfeld Carbonatprozessor. Jetzt hat er mich wieder hier hingebracht, aber was ist der Carbonatprozessor? Er leuchtet leider nicht auf wie ein gelbes Ding hier. Ah da, Carbonatprozessor. Verbessert die Atmosphäre des Marses durch die Verbrennung von Gesteinsabfällen. Kostet 30.000. Aber dadurch, das ist eine sehr wichtige Produktion von, hat das hohe Prio und kommt nach vorne. So langsam sind die Gesteinsabfälle auch hier weg. Aber genau hier muss dann so ein Carbonatding auch noch hin. 2-3 Stück. Weil hier tun wir Tonnen auspacken. Wie schaut es eigentlich mit den Wasservorkommen aus, die da drunter liegen? 7.000 von 10.000. 1.000 von 10.000 und 6.000 von 9.000. Bedeutet natürlich auch, dass die nicht ewig halten werden. 21% hier für den See. Von riesigen Seen, von Seen. Der See wird natürlich immer voller jetzt, aber natürlich... Es wird auch immer ekliger in dem Fall, ne? Magnetfeldgenerator wäre auch so eine Sache, die noch gut wäre. Verbessert Temperaturen, verringert den Einfluss und Kältewellen und schafft die ökologische Voraussetzungen für giftigen und reinen Regen. Ohne erhöhte Temperatur kann kein flüssiges Wasser in den Seen und zum Wasser vergeben. Eine angemessene hohe Temperatur ist ebenfalls notwendig, um den Mars für Menschen bewohnbar zu machen und offene Kuppeln zu ermöglichen. Mhm.
Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben wieder viel geschafft. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.